Jennifer Flavin lässt sich von Ehemann Sylvester Stallone scheiden. Zuvor hatten schon Trennungsgerüchte kursiert. Jetzt hat das Model mit dem People Magazin über das Ehe ausgesprochen. Ich bin traurig, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe, sagt sie. Wir werden zwar nicht mehr verheiratet sein, aber ich werde die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten, erklärt die 54-Jährige weiter. Sie bittet außerdem um Privatsphäre, während wir einvernehmlich vorwärts gehen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass das ehemalige Model schon am 19. August in Palm Beach County, Florida die Scheidung einreichte. Stallone ließ über seine Sprecherin verlauten: Ich liebe meine Familie. Wir setzen uns freundschaftlich und privat mit diesen persönlichen Problemen auseinander. Im Mai 2022 hatten Sylvester Stallone und Jennifer Flavin ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter.